Hi Freunde, ich komme gerade vom Training. Ich gehe seit ungefähr Anfang März 2 bis 3 Mal die Woche ins Kickboxen und ich möchte euch mal zeigen, wie ich meine Haut danach so pflege. Gerade bei Sport, wenn man viel schwitzt, ist ja eine gute Hautpflege ganz wichtig, weil sonst die Poren total schnell verstopfen und sich dann auch die kleinen Haarwurzeln entzünden und das gibt dann eben diese hässlichen Sportpickel und das lässt sich aber wunderbar vermeiden und ich möchte euch ganz, ganz gerne zeigen, wie ich das zum Beispiel jetzt mache, respektive welche Produkte ich natürlich verwende für meine regelmäßige Hautpflege. Und es ist halt tatsächlich so, dass wenn man anfängt mit Sport, dass sich halt die Haut ein bisschen verschlechtert, auch wenn man direkt anfängt, die Haut wirklich gut zu pflegen. Der ganze Dreck aber wird irgendwie so richtig ausgespült, habe ich immer das Gefühl. Man merkt es aber auch ziemlich schnell. Als ich zum Beispiel eine Woche in Urlaub war, ging es dann ziemlich schnell wieder schlechter mit meiner Haut. Also eine kurze Pause merkt man definitiv. Ich habe aber sowieso eine mega sensible Haut, so ölig trocken, aber mega sensibel. Ich kann nicht alle Produkte verwenden, leider. Ich kriege mega schnell Ausschlag und eben auch Pickel bei kleinen Sachen. Aber mit diesen Produkten habe ich das jetzt mega gut hinbekommen, so eine ganz gute Balance hinzukriegen. Vor allem muss ich ehrlich gesagt auch sagen, dass mein Hautbild deutlich besser ist jetzt, wo ich Sport mache, als vorher, wo ich noch keinen Sport gemacht habe, beziehungsweise kein Kickbox-Training gemacht habe. Ich war ja ein bisschen im Gym, also im Fitnesscenter, und habe ein paar Kraftübungen gemacht und so, aber so richtig geschwitzt habe ich da nie. Das habe ich jetzt aber beim Kickboxen, weil es auch verdammt anstrengend ist, aber mega gut tut. Ich will jetzt aber auch gar nicht weiter über das Kickboxen reden, sondern euch zeigen, was für Produkte ich verwende. Wenn ich unter der Dusche stehe, dann greife ich als allererstes eigentlich zu dieser kleinen Bürste. Ich habe die vor ungefähr, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube das ist bestimmt schon so 15 Jahre her, hatte ich diese Bürste mal zusammen mit einem Gesichtsreinigungsgel gekauft. Das gab es so im Duopack und ich habe die immer noch, weil die so toll ist, so mega weiche Borsten hat. Mittlerweile gibt es solche Sachen natürlich auch in elektrisch. Das kann man auch machen. Ich habe aber die immer noch und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Warum elektrisch, wenn es das hier auch tut? Und dann gebe ich immer von Lubex so einen Pump auf diese Bürste drauf. Und Lubex, das kriegt ihr in jedem Müller, in der Drogerie, nehme ich mal an. Also im Müller garantiert, in der Apotheke kriegt ihr das auch. Und es ist pH-neutral und das Tolle an diesem Teil ist halt wirklich, dass es für empfindliche Haut ist, wie es hier steht, und infizierte Haut. Eben gerade, wenn man dazu neigt, schnell Pickel zu kriegen, gerade wenn man schwitzt oder halt eben, wenn sich die Haarwurzelchen entzünden, ist das das ideale Waschgel gegen solche oder eben gegen schwierige, sensible und schnell unreine Haut. So, und da gebe ich immer so einen Pump da drauf und dann, ich verwende es nicht fürs Gesicht, weil das dann so eine kleine Schicht drüber gibt. Ich verwende das immer im Gesicht, wenn ich keinen Sport mache, auch morgens. Wenn ich Sport mache, einen Pump hier drauf und dann seife ich eigentlich meinen Oberkörper ein, also wirklich den Dekolleté-Ausschnitt, die Schultern und auch natürlich hinten, so gut ich kann, so gut ich hinkomme, seife ich alles schön ein, massiere ein bisschen das und lasse es dann aber auch tatsächlich so ungefähr eine Minute einwirken, damit es so richtig die Wirkung entfalten kann. Und es ist tatsächlich bei mir jedenfalls der Fall, dass Lubex so das einzige Waschgel ist, was ich wirklich ohne Probleme vertrage. Kann man natürlich nach dem Sport auch im Gesicht anwenden, mache ich aber zum Beispiel nicht, weil ich eben nach dem Duschen und dem Gesicht reinige, ich reinige mein Gesicht mit einem anderen Waschgel, einfach was man gerade zu Hause hat, und danach, wenn ich von der Dusche rauskomme, gebe ich mir eigentlich ganz gerne eine Maske aufs Gesicht. Eine Gesichtsmaske gehört für mich einfach irgendwie so zu dieser After-Sport-Session-Routine dazu.
Und ich möchte euch ganz gerne meine vier Favoriten vorstellen, die ich immer so ein bisschen abwechslungsweise benutze. Eine der Masken, die ich ganz gerne benutze, ist von Shebins, die Feuchtigkeitsmaske. Die kriegt man auch im Müller, also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene davon. Aber ich mag die Feuchtigkeitsmaske am liebsten. Und es gibt ja, also diese Packung ist ja ein Doppelpack, aber an so einer Hälfte hat man sicher auch zweimal. Und es ist auch... Ich glaube, es ist so 1,50, aber also 1,50 Franken ist richtig günstig. Und dafür muss ich aber sagen, bin ich immer wieder total überrascht, wie toll das wirkt. Muss man halt einfach, wenn man es aufgerissen und einmal verwendet hat, ziemlich schnell dann nochmal verwenden. Die Feuchtigkeitsmaske, die verwende ich dann hauptsächlich, wenn ich so richtig trockene Haut habe. Vor allem im Winter öfters als jetzt im Sommer, weil es halt wirklich die Haut mit schönen Feuchtigkeit wieder befüllt. Aber wenn ich irgendwie mal das Gefühl habe, ich habe besonders schmutzige Haut, weil ich irgendwie viel unterwegs war, viel in den Städten unterwegs oder so, dann benutze ich am liebsten von Body Shop die Japanese Matcha Tea Pollution Clearing Mask. Die riecht halt echt auch nach diesem Grüntee bzw. eben nach Matcha. Und wenn man die aufträgt, dann prickelt sie, also es juckt so ein bisschen auf der Haut. Also man merkt schon, dass es ziemlich stark ist. Also auf keinen Fall allzu lange einwirken lassen. Ich habe immer das Gefühl, dass es dann die Haut ein bisschen austrocknet, wenn ich die zu lange drauf habe. Aber sie reinigt mega gut. Und gerade eben, es hat so kleine Stückchen drin. Wenn man das dann abwäscht wieder, dann gibt es auch gleichzeitig noch so ein kleines Peeling. Und ich mag das echt total gerne eben, wenn meine Haut besonders schmutzig ist und es riecht halt einfach auch mega geil. Eine weitere Maske, die ich total gerne benutze, gerade weil sie sehr leicht auf der Haut liegt und meine Haut einen wirklich schönen Schub an Feuchtigkeit auch wieder verpasst, das ist die Maske von Sephora, die Gel Mask Hydrating and Quenching Maske mit Extract of Sea Fennel, also Meerfenchel-Extrakte sind hier drin. Es hört sich auf jeden Fall schlimmer an, als es riecht, weil es riecht nämlich verdammt gut nach eben Frische und ein bisschen irgendwie erinnert es mich ans Meer. Ein weiteres kleines Plus für diese Maske ist auch, dass man sie danach nicht abwaschen muss, sondern einfach mit einem Wattepad abtragen kann. Das ist vor allem für Tage, in denen ich ein bisschen fauler bin. Und wenn ich mal müde bin und überhaupt keine Lust habe, noch 10 Minuten oder 15 Minuten zu warten, bis die Maske auch wirklich eingewirkt ist und so weiter und sie danach nicht noch abwaschen mag, dann verwende ich diese Maske hier von Le Petit Marseillais. Die Soin Bonne Mine Éclat d'Apricot Masque de Nuit Réveil Bonne Mine. Oh, mein Französisch ist eingerostet. Die Maske ist vor allem eben deswegen so toll, weil man sie einfach auftragen und dann direkt ins Bett gehen kann. Und sie riecht natürlich auch wirklich mega gut nach Aprikosen. Gerade jetzt für im Sommer ein richtiges Highlight. Und deswegen spare ich die auch ein bisschen. Übrigens trage ich immer alle meine Gesichtsmasken mit einem Pinsel auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche dann ein bisschen weniger Produkt und es verteilt sich auch schön regelmäßiger und man kommt halt effektiv auch überall schön hin, gerade auch hier eben so bei der Nase und so. Und ich verwende zum Beispiel von Body and Soul, das kriegt man auch im Müller für dreckbillig. Ich glaube, das ist sogar eigentlich ein Foundation-Pinsel, aber ich habe den zweckentfremdet, ist ja auch nicht weiter tragisch. Und übrigens trage ich meine Masken immer auch direkt über die Augenbrauen auf. Ich mache mal ein weiteres Video, warum das genau so ist. Und schreibt mir doch unbedingt auch in die Kommentare, was ihr so für Produkte verwendet für eure Hautpflege. Gerade auch, wenn ihr Sport betreibt, das würde mich mega interessieren. Vielleicht können wir uns ein bisschen austauschen und ich kann mal das eine oder andere ausprobieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich ist das der Mittwoch um 17 Uhr. Ich gebe mir Mühe, dass das funktioniert. Und bis dahin wünsche ich euch eine sportliche Zeit und guckt, dass ihr schöne Haut bekommt. Nee, keine Ahnung. I don't know. Es ist schon spät. Tschüss.